Hallo, mein Name ist Tanja Heidmann und ich möchte heute ein wenig über meinen neuen Roman Wintermond sprechen, der im September im Heine Verlag erscheinen wird. Wintermond gehört, wie schon zuvor Morgenrot, zur Dämonenreihe. Eine Reihe, in der die Helden von verschiedenen Dämonen heimgesucht werden. In Morgenrot war es ein vampirischer Dämon, der sehr aggressiv und dominant war. In Wintermond ist das Ganze nicht mehr ganz so einfach. Es ist ein Wolfsdämon und David, der Held der Geschichte, ist sich eigentlich gar nicht so sicher, ob sein Wolf eine schlechte oder vielleicht doch eine gute Seite hat. In meinen Romanen stehen die Liebesgeschichten auch immer sehr stark im Vordergrund und deshalb beginnt Wintermond auch an einem Abend, an dem meine Heldin Meta so ein bisschen Rückschau auf ihr Leben hält. Sie müsste eigentlich sehr zufrieden sein, sehr angekommen. Sie hat eine schicke Galerie, einen schicken Freundeskreis, eine interessante Familie und eine Beziehung, naja, die mal läuft, mal weniger gut läuft. Trotzdem scheint das alles nicht mehr genug zu sein und an diesem Abend lässt sie sich auf eine sehr leidenschaftliche Affäre ein. Am nächsten Morgen ist sie dementsprechend auch verwirrt, besonders als sie feststellt, dass der fremde junge Mann wirklich sehr jung ist, einige Jahre jünger als sie. Und dieser David scheint auch nicht gerade der einfachste zu sein. Die Wege trennen sich, aber trotzdem können beide einander nicht vergessen. Und David, der es eigentlich besser wissen müsste, nimmt Metas Fährte auf, folgt ihr und die beiden beginnen tatsächlich eine Liebesgeschichte. Allerdings vergisst David dabei sein Rudel. Ein Rudel, dem Hagen vorsteht, ein sehr zwielichtiger Anführer. Aber es gibt auch noch einige andere Probleme. Ich hoffe, es wird also wieder eine spannende Geschichte. Was mich dieses Mal besonders gereizt hat, war natürlich das Thema Wolfsdämon. Ich hätte mir wunderbar vorstellen können, über einen Werwolf zu schreiben, besonders den Verwandlungsaspekt, wenn aus dem Mann die Bestie wird. Aber ich habe einen anderen Weg eingeschlagen. Also es wird kein Pelz, keine Tatzen, keine Reißzähne geben. Stattdessen musste sich mein Wolfsdämon einen anderen Weg in unsere Welt suchen. Und er wählt einen Weg, den wir vielleicht auch gehen, über unsere Augen. Man sagt ja auch, wenn man jemanden in die Augen guckt, dass man ein Stück seiner Seele sieht. Wenn man also in Davids Augen gucken würde, würde man zwei Seelen sehen. Seine und die des Wolfes. Da fällt mir eine kleine Geschichte ein. Ich hatte lange überlegt, also alle Rudelmitglieder haben dieselbe Augenfarbe. Das zeigt, dass der Dämon in ihnen haust. Ich hatte lange überlegt, welche Farbe es sein sollte bei einem Wolf. Dunkel, grau. Weil auch Schatten eine wichtige Rolle spielen. Ich habe mich dann aber anders entschieden und die schönste Augenfarbe genommen, die ich kenne, und zwar die meines Kindes. Und deshalb haben alle Rudelmitglieder, alle von Wölfen besessenen, blaue Augen in meiner Geschichte. Ich hoffe, dass das Ganze interessant genug klingt, dass Sie Lust gekriegt haben, in Wintermond reinzugucken. Würde mich jedenfalls freuen. Tschüss.